Willkommen zurück, Leute, bei Super Mario 64. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ja, gut, oder? Ich weiß jetzt genau, wann 20 Minuten um sind. Tauche zur Schatzhöhle. Okay. Ich will gerade mal gucken, ob die Bombe schon da ist. Ja, ist sie. Dann aktivieren wir die nämlich gleich. Da muss ich später nicht mehr machen. Hi, Snooki. Sehr gut. Dankeschön. Danke, danke, danke. Nett von dir. Ja, ja, ja. So, wo können wir zur Schatzhöhle tauchen? Beim Aal, Kanu. Der schwimmt jetzt hier, glaube ich, immer rum. Oder? Ja. Der hat jetzt keinen Bock mehr, irgendwo drin zu bleiben. Wir haben ihm den Spaß genommen, weil wir ihm beide seine Häuser weggenommen haben. Armer Kerl. Ich dachte, das Leben kriege ich nur, wenn ich dadurch schwimme, ohne überhaupt eine Münze zu berühren. Aber anscheinend nicht. So, hier ist die Schatzhöhle. Au! Hier wartet ein Rätsel auf uns. Wer hätte es gedacht? Wow, das war knapp. Oh, was steht hier denn? Ahoi, Landratte! Es ist doch wohl logisch, dass sich hier unten ein sagenhafter Schatz befindet. Zur Bergung musst du die Kiste in der richtigen Reihenfolge öffnen. Klar, aber ich zeige dir nicht, wie sie lautet. Das war falsch. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zack. Und Stern. Ich muss gerade das mal was ausprobieren. Gib mal her. Ja, ja. Bestleistung. Komisch. Komisch, 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 komisch. Finde die 8 Routen. Blob. Ja, das heißt, finde die 8 Routen. Blob. Hier haben wir schon mal 3 gelbe Blob. Oder Blobs. Ich denke, du bist bestimmt ja voll in seiner Marmel. Habe ich auch. Ist nichts Neues mehr. Würde ich jeder aus meiner Familie bestätigen. Hast du schon eine rote? Mach mal auf. Ah. Ah. Bam, badadada. Ah. Muschel? Danke. Und hier oben, wo waren das? Irgendwo, wo das Wasser nicht so tief ist. Ich glaube, die hier halt, hast du auch eine rotige? Ja. Sehr gut. Ha, das wäre doch gelacht. Hoch. Ist bei dir noch eine rote da oben? Tatsache. Wuhu! Dann gibt es auf dem Schiff noch jede Menge Münzen. Normalerweise springe ich darüber, aber hier liegen so viele Münzen. Die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Hoch da.
Hoppala. Da hat es irgendwie nicht mehr funktioniert mit der Steuerung, so wie ich das geplant hatte. Macht nichts. Macht gar nichts. Aufs Schiff müssen wir sowieso, weil da gibt es gleich zwei rote Münzen, glaube ich sogar. Sogar drei. Würdest du bitte? Danke sehr. Sechs und sieben. Jetzt haben wir schon 45 und 7 von 8 roten Münzen. Es geht ja vorwärts hier. Kann man sich sehen lassen. War ich bei euch schon? Ah, Muschel. Du bist leer. Ah, Muschel. Ja, bei euch war ich ganz am Anfang. Gut. Hier waren noch gerade noch Münzen. So. Dreh dich, Mario. Platsch, platsch, platsch. What the fuck? Also gut. Oh, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist eine rote Münze. Muschel! Muschel! Mach A. Ach so, ja, auf dem Schiff, natürlich. Damit wir ja wieder aufs Schiff müssen. Okay, gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es hier unten noch so einen Kreis gab mit Münzen drin. Aber sieht gerade irgendwie nicht danach aus. Okay. Na, Kano, alles klar. Hör mal auf, mich zu verfolgen, bitte. Das macht mich nervös. Ich habe dir nie was getan. Und mein Leben schwimmt davon. Ah, das könnte noch schwierig werden hier. Ah! Oh Mann. Warum ist hier übrigens so ein grünes Ding? Ich glaube, wenn wir so ein grünes Ding haben, dann tut uns das nichts, wenn die riesen Steinsäulen auf uns drauf fallen. Jetzt brauchen wir noch 16 Stück. 26. Wo soll ich denn die hernehmen? Ach, hier gibt es noch einen blauen Schalter. Na dann. Wo? Nimm! Oh Gott! Gut. 100 Münzen und 8 rote Münzen. Kein Problem für mich. In diesen Welten hier unten im Erdgeschoss. Ah, oh, ich freue mich schon auf die Geistervilla. Und auf die zweite Eiswelt. Ah, oh, das sind so schöne Welten. Und auf was freue ich mich nicht? Auf die komische Wasserhochrunterwelt. Und auf das mit den Pilzen. Und auf Tic-Tac-Trauma. Und auf Regenbogenraser. Auf die ganzen im Dachgeschoss. Die finde ich alle schrecklich. Das war die falsche Seite. Könntest du mal aufhören, immer komisch da hochzulaufen zu wollen, wo ich dich hinlenke? Zieh dich da hoch jetzt. Feiner Duzi Duzi. Ja.
Hoch da. Und der Stern ist gehört uns. Der Stern ist gehört uns. Ja, das war korrektes Deutsch. Oh, mein Kreuz. Oh, dein Leben. Und noch ein Leben. Du hast 30 Powersterne. Du kannst jetzt schon den zweiten Bowser besiegen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen erst alle Sterne sammeln. Fliege zu den Steinsäulen. Und den letzten können wir hier noch nicht machen. Weil da brauchen wir die grüne Kappe. Ups. Ha. Hoppala. Würdest du dich bitte umdrehen? Voll nett, dankeschön. Ich habe schon gesagt, alle Missionen, die heißen Fliege zu irgendwas, sind grausam. Das war zu hoch. Gut, dann halt nochmal. Aber nur ein bisschen zu hoch. Also es war schon gut, die Richtung war schon gut. Ganz knapp sind wir drüber geflogen. Los, rein da. Gleich haben wir's. So. Perfekt. Müsst ihr hinhauen, jawohl. Genau. So, dann sind wir hier auch schon fertig. Weil mehr können wir gerade im Moment nicht tun. Ha, schade eigentlich. Gehen wir zu den Buhus. Falls wir da jetzt schon hin dürfen. Hä, welcher Totte im Erdgeschoss schenkt mir eigentlich einen Stern? Bei Peach Rutze doch. Rutze. Warum schenkt mir hier keiner einen Stern? Ist hier ein Tod? Einer muss mir doch einen Stern schenken. Oh mein Gott. Ich habe ihn verpasst. Aber ich habe doch überall nach einem Tod geguckt. Ich kann den gar nicht verpasst haben. Gibt es im Erdgeschoss einfach keinen, der mir einen Stern schenkt? Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne die Buhus da sind. Aber irgendwann sind sie da. Juhu! Ah, oh, ich liebe Buhuswelt. Geh auf Geisterjagd. Okay, wir gehen heute auf Geisterjagd. Komm nur herein. So. Ihr hört schon die Musik. Richtig bedrohlich. Ein ganz gewöhnliches Klavier. Na klar. Hilfe. Das werde ich meinem Bruder sagen. Mimimi. Gibt's hier noch einen? Ja, komm raus da. Komm, Geist. Das werde ich meinem großen Bruder sagen. Mimimi. Mi, mi. Gut, ich glaube, das waren hier in diesem Raum alle. Hi, na. Das werde ich meinem großen Bruder sagen. Hey, Auge. Auge? Clubs. Die 100 gelbe Münzen sind in dieser Welt übrigens auch kein Problem. Finde ich zumindest. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Gut. Komm, Geist. Ja, das werde ich meinem großen Bruder sagen.
Mach doch, was du willst. Ah, ich wusste es. Ah, schön. Wir sind jetzt schon hier unten im Keller. Aber da wollen wir noch gar nicht hin. Deswegen gehen wir wieder. Die scheinen wohl eine Party zu feiern. Aber das ist mir komplett egal. Ich mag keine Boohoo-Partys. Vielleicht gehen wir beim nächsten Stern in Boohoo-Party. Aber jetzt erstmal nicht. Sondern gehen wieder dahin, wo wir eigentlich hin sollen. In Boohoos Villa und nicht in Boohoos Keller. Ja, Mario. Voll schlau von dir. Juhu! Boohoos Villa ist übrigens der einzige... Du bist doch behindert, Mann. Stirb jetzt. Hau ab, Mann. Gut, das war der letzte Boohoo. Oh, der schmeißt mich irgendwie fast jedes Mal runter. Voll ärgerlich. Und jetzt müssen wir gegen den großen Bruder Boohoo ankämpfen. Der ist aber auch kein Problem eigentlich. Den kann man übrigens auch mit einer normalen Stampfattacke treffen. Wenn man rechtzeitig springt. Das war's. Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Voll unfair. Oh, eigentlich könnte man dann hier gleich noch durchgehen und die restlichen Münzen sammeln. Das ist eigentlich eine gute Idee für den, für die 100 gelben Münzen. Weil ich glaube, wenn man die 8 roten Münzen sammelt, oder sind die Geister dann da? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich will da cool rein. Schade. Geh zu Big Boos Karussell. Ja. Jetzt gehen wir zu Big Boos Karussell. Party. Heiner. Als hätte ich so viel Zeit. Schrei nicht, dir ist doch gar nichts passiert, mein Gott. Ich bremse den Sturz schon ab, Mario. Ein bisschen Vertrauen musst du mir schon. So kann ein Zusammenspielen zwischen Gamer und Spielfigur nicht möglich sein. Hallo! Jetzt schon? Echt? Das war's. Stern her! Eigentlich ist Boohoos Big Boos... Da, Karussell überhaupt nicht so schwer. Boohoos Big Boos. Ihr wisst schon. Eigentlich eine der leichtesten Missionen. Wenn man weiß, wo man sich hinstellen muss. Und auch so eigentlich nicht sonderlich schwer. Die Sonne scheint, hurra! Oh, Leute, ich freue mich so auf heute Abend. Heute Abend ist der 13.12. Und da gibt's einen Schokobrunnen für die Mina. Yeah, das war cool. Löse das Büchereirätsel. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Bücherei ist. Oh, hier können wir ja auch noch nicht alle Sterne holen. War hier die Bücherei? Nein, hier ist ein Klubschi. Dann war die Bücherei links. War hier die Bücherei? Ja. Aua. Lasst mich doch mal. Aua. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Fifi.
Los, geh auf Wand. Wusch. Herzlichen Dank. Wo kriege ich denn die Kappe her, die mich unsichtbar macht? Wie kann ich die jetzt schon holen? So, Leute, die Zeit ist da. Wir müssen jetzt den Part beenden. Ich habe nämlich auf die Uhr geguckt. Traurig, oder? Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und... Oh. Tschüssi. Ich bin eingesperrt. Oh, na toll. Ich wollte noch nicht in den Kurs gehen. Egal, dann gehen wir halt eben schon rein. Oh, yeah. Dann wissen wir schon, was uns im nächsten Part erwartet. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ciao.